Ende Mai im unterfränkischen Heustreu. Zum ersten Mal soll Zitronenmelisse angebaut werden auf dem Hof von Markus Werner. Er ist sich einig mit seinem Geschäftspartner Andreas Türk, dass die jungen Pflänzchen endlich raus aufs Feld müssen. Starker Regen hat das in den letzten Tagen verhindert. Keine einfachen Bedingungen. Aber die Landwirte experimentieren gerne. Ja, wir haben vor einigen Jahren angefangen, Sonderkulturen bei uns in Betrieb aufzunehmen und wollen jetzt neben den Heil- und Gewürzpflanzen, die wir schon ein paar Jahre anbauen, auch grüne Kräuter anbauen. Und da zählt jetzt die Zitronenmelisse natürlich dazu. Und wir testen gerade, welche dieser grünen Kräuter in unseren Breiten gut wachsen. Der Acker liegt oberhalb von Heustreu am östlichen Rand der Rhön. Eigentlich ist es im Streutal häufig trocken, da die Wolken am Gebirge abregnen. Heuer ist das anders. Doch Andreas Türk muss langfristig denken. Wir haben hier Melisse, die muss mehrfach geschnitten werden im Jahr. Und nach einem Schnitt, wenn dann eine Dürreperiode kommt, dann kann es sein, dass der Austrieb einfach nicht mehr erfolgt, weil das Wasser fehlt. Und um das abzufedern, um diese Spitzen abzufedern, muss man sich eigentlich Gedanken machen, ob man in Bewässerung investiert. Zum ersten Mal verlegen die Landwirte heute knapp 50 Kilometer Tropfschläuche unter die Erde. Ein teures Unterfangen. Doch sie hoffen, dass es sich für die Zitronenmelissepflanzen lohnt, die als Teekräuter in Arzneimittelqualität verkauft werden sollen. So, wenn wir uns jetzt den Schlauch mal angucken, packe ich gerade die Erde ein bisschen auf Seite. Da sieht man jetzt den Tropfer. Durch die Tropfer verteilt sich Wasser im Boden. Und die Pflanzen können sich mit ihren Wurzeln das eingetropfte Wasser direkt holen und es entstehen eigentlich keine Verdunstungsverluste. Also gerade im Zeichen des Klimawandels ist Wasser und Ressourceneffizienz ganz wichtig. Andreas Türk wollte unbedingt pflanzen, bevor die Zitronenmelisse zu groß für die Pflanzmaschine wird. Aber der Boden ist doch zu feucht. Da die Maschine nicht gut läuft, muss der Landwirt viel mit der Hand nacharbeiten. Nach einer Reihe fasst er einen Entschluss. Hör mal auf, oder? Dann warten wir lieber noch 2 Tage und wenn es abgelüftet ist, dann machen wir weiter. Es hat ja so keinen Wert, es geht nicht. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als die Tropfschläuche für heute abzuschneiden. Wenn alles immer ganz einfach wäre, dann wäre es ja fast langweilig. Ich sage, ein bisschen Spannung, ein bisschen Ehrgeiz ist trotzdem immer irgendwie hinzubekommen. Das gehört, denke ich, zu unserem Berufsbild dazu. Und wir sehen die Umstände eigentlich weniger als Problem, eher als Herausforderung, das dann trotzdem zu meistern. Derzeit bauen die experimentierfreudigen Landwirte rund 20 verschiedene Sonderkulturen an. Gewürze, Gemüse, Teekräuter und Pseudogetreide. Daraus lassen sich auch Produkte anfertigen, wie Senf und Hanföl, die sie unter ihrer regionalen Marke Echtrhön anbieten. Alles begann vor 6 Jahren mit einem Chile-Aufenthalt von Markus Werner, der dort die anspruchslose Quinoa-Pflanze kennenlernte. Eine Pflanze, die unheimlich tief wurzelt, 1,5 Meter tief Wasser aus dem Boden holen kann, mit weniger Wasser auskommen tut. Die wächst bis auf 4.500 Meter. Gigantisch, was die Pflanze kann. Und da habe ich überlegt, ob das nicht eine Idee wäre für Deutschland, wo ja damals so der Beginn von auch Superfood, von anderen Ernährungsgewohnheiten war. Eine weitere Pflanze, die die Landwirte dieses Jahr zum ersten Mal anbauen, ist Ingwer. Der wächst normalerweise in den Tropen. Zum Schutz vor der Kälte in der Vorrhön haben sie Folientunnels mit Beregnungsanlage aufgestellt. Andreas Türk ist gespannt, wie es dem Ingwer jetzt geht. Mit dabei ist Johanna Manger, die Fotos für den Internetauftritt machen will. Nach der Pflanzung Ende April hatte es im Folientunnel bei Spätfrösten nur knapp über 0 Grad. Das verträgt der Ingwer eigentlich nicht. Er braucht über 20 Grad und einen warmen Boden. Es war auch nicht wirklich wachsen, es war eher Überleben als irgendwas anderes. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es gepackt hat. Und jetzt sieht man hier auch schon die ersten grünen Triebe, wie sie oben rauskommen. Und was mich ganz besonders freut, sind die grünen Seitentriebe, die unten an der Wurzel raussprießen
Und wenn die mal da sind, dann hat er es in der Regel überstanden. Mal sehen, wie gut er jetzt weiter wächst. 2 Monate später, wieder im Streutal am Rand der Rhön. Dieser Fluss hat der Region ihren Namen gegeben. Das Wetter ist sehr wechselhaft gewesen. Endlich gibt es ein paar trockene Tage, sodass die Landwirte ernten können. Heute will Markus Werner Speisemohn einfahren. Also wichtig ist, dass er reif ist. Und das erkennt man daran, dass der Mohn raschelt. Und man hört es auch, wenn man hier an die Pflanze klopft, dass es raschelt. Es ist der richtige Zeitpunkt für die Ernte. Denn später bekommt die Kapsel Löcher und die Samen fliegen davon. Es war ein schwieriges Jahr mit sehr vielen Niederschlägen und etwas wenig Sonne. Mohn hat auch gern Sonne. Deswegen sind die Kapseln nicht ganz so groß wie die letzten Jahre. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem Bestand. Die ursprüngliche Schlafmohnpflanze enthält Stoffe, aus denen Opium gewonnen werden kann. Deswegen dürfen die Landwirte nur Speisemohn mit einem geringen Morphingehalt kultivieren und müssen eine Genehmigung bei der Bundesopiumstelle einholen. Der Aufwand lohnt sich für sie, weil sie den Mohn zu einem guten Preis absetzen können. Die unterfränkischen Landwirte verkaufen ihn seit einem Jahr komplett an regionale Bäckereien. Zum Beispiel in Neustadt an der Saale an die Bäckerei Schmidt. Markus Werner hat ihn gerade mal 4 Kilometer hierher transportiert. Es gibt Lieferketten, die bis irgendwo ans Ende der Welt gehen und wieder zurück. Und hier haben wir mal mehr oder weniger einen Mohnacker, der fast in Sichtweite der Bäckerei steht und den Mohn dann hier verarbeitet, ähnlich beim Kümmel. Also näher geht's eigentlich nicht. So ist der Mohn schön frisch. Und Christoph Schmidt kann auch mal kurzfristig Nachschub bekommen. Der Juniorchef verarbeitet die Samen vor allem in der Füllung für Mohnschnecken. Wichtig ist ihm freilich auch, dass der ölhaltige Mohn gut schmeckt. Seitdem wir den Mohn aus Heustreu verarbeiten, ist unsere Qualität um ein Wesentliches gestiegen. Der Mohn ist im Geschmack wesentlich milder und nicht so bitter wie der, den wir die ganze Zeit verarbeitet haben. Die Mohnmasse ist fertig. Jetzt kann die Produktion der Schnecken beginnen. Nebenan kommt derweil das Kümmelbrot aus dem Ofen. Auch der Kümmel stammt von den beiden Landwirten im Streutal. Christoph Schmidt ist von den neuen Handelsbeziehungen überzeugt. Wir finden, dass der regionale Kümmel erstens ein bisschen aromatischer ist wie den, was wir die ganze Zeit verarbeitet haben. Und zweitens ist natürlich der Umweltaspekt und der regionale Aspekt, die kurzen Lieferwege und die Unternehmer in der Region zu unterstützen, auch ein großer Vorteil. Schließlich verkaufen sich regionale Produkte auch gut an der Ladentheke, weil immer mehr Kunden darauf Wert legen. In Heustreu will Andreas Türk Ende Juli nach dem Ingwer schauen, der ab Mitte September geerntet werden soll. Niedrige Temperaturen haben der tropischen Pflanze arg zu schaffen gemacht. Wie ist es denn dem Ingwer in den letzten Wochen ergangen? Er hat es überlebt, er ist mittlerweile auch am Wachsen. Jetzt haben wir sonnige Temperaturen, endlich mal Sommer, so die ersten paar Tage Wärme, das genießt er auch und jetzt erholt er sich. Und jetzt müssen wir einfach mal sehen, was er dieses Jahr noch erreichen kann, unser Ingwer. Im Folientunnel hat es gerade 26 Grad. Eine angenehme Temperatur für die tropische Pflanze. Das sieht ja schon mal besser aus als vor ein paar Wochen. Andreas Türk hat für eine gute Belüftung gesorgt und regelmäßig Unkraut entfernt. Jetzt will er wissen, wie die Knollen sich entwickelt haben. Jetzt graben wir hier mal bei einer wirklich schönen Pflanze. So, das sieht ja schon ganz vielversprechend aus. Bei dem Stadium würde ich jetzt davon ausgehen, wenn es noch die restlichen Wochen im Sommer wächst, dass es ein schönes, großes Rhizomstück wird. Die Landwirte hoffen auf große Knollen, weil sie die besser verkaufen können. Ob sie den Ingwer weiter anbauen wollen, das werden sie dann nach der Ernte im Herbst entscheiden. Heute soll zum ersten Mal die Zitronenmelisse geschnitten werden, die Ende Mai zusammen mit den Tropfschläuchen in den Boden gesetzt wurde.
Das Wasser im Tank dafür brauchten die Landwirte bisher nicht für die Teekräuter. Die Pflanze konnte auch so ein gutes Aroma entwickeln. Schon wieder beginnt es leicht zu nieseln. Keine guten Erntebedingungen. Und jetzt? So wie der Himmel aussieht, ist das nicht Regen. Das ist ein Nieselregen, ne? Ja, was hört er schon da auf? Ja, viel wird's nicht. Ah, wir mähen! Wer weiß, wann es sonst wieder möglich ist. Die Pflanzen sind unterschiedlich gut gewachsen. Die Landwirte hoffen, dass das mit der Maat besser wird. Ein intensiver Duft von Zitronenmelisse zieht durch die Luft. Die Männer haben Glück. Es war nur ein kurzer Schauer. Andreas Türk zieht Zwischenbilanz. Ich würde sagen, fürs Anwachsjahr und dafür, dass wir ziemlich schwierige Bedingungen dieses Frühjahr hatten, weil es einfach zu nass war und weil auch bei der Pflanzung das Ganze nicht so optimal gelaufen ist und wir jetzt bei den ersten Reihen schon die erste Fuhre voll haben, würde ich sagen, können wir zufrieden sein. Ja. Auf dem Hof in Heustreu muss die Zitronenmelisse in Arzneimittelqualität sofort weiterverarbeitet werden. In der Halle haben die Landwirte eine Flächentrocknung am Boden installiert. Doch die ist nur ein Provisorium. Markus Werner will demnächst eine professionelle Aufbereitungsanlage bauen. Es muss immer weitergehen in der Landwirtschaft. Und wir sind davon überzeugt, dass es gerade mit in den Nischen gut weitergehen kann. Und diese Nischen haben wir gesucht und diese Nischen gefallen uns. Und das wollen wir weiter ausbauen. Die Landwirte im unterfränkischen Streutal. Sie wollen mit ihren Sonderkulturen das Beste aus dem Klimawandel machen.